Was haben wir denn hier? Ein Ölfass. Leviathanöl. Wegen dieser kostbaren Flüssigkeit werden die riesigen Bestien gejagt. Man verwendet es als Leucht- und Schmiermittel. Okay, wir können aber nur dran riechen. Vielleicht müssen wir das Seil damit noch einschmieren. Warte, ich nehme das nochmal mit. Okay. Ja, das nehmen wir nochmal mit. Und dann versuchen wir das mal in das Öl zu tunken. Das wäre ein guter Brandbeschleuniger. Das Seil ist mit Öl getränkt. Jetzt sollte es als Lunte benutzt werden können. Schön, das hat schon mal geklappt. Jetzt brauchen wir aber noch Stahl. Ah, was für ein Zufall. Stahlnägel. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute ich. Damit werden die Röhren in der ganzen Stadt befestigt. Ein Nagel, frisch aus der Stahlmühle. Dafür könnte ich Verwendung haben. Allerdings, mein Freund. So, jetzt legen wir das Seil wieder dahin und dann können wir das endlich anzünden. Und dann haben wir hier Party, denke ich mal. Na komm, verzieh dich. Gut, dass er deinen Schwarzpulver da nicht sieht. So. Und Chaka. Ich brauche Stahl. Na, Typ. So, jetzt nix wie weg hier. Bam. Hey, ihr da. Ich habe nichts gemacht. Ich bin hier nur zu Besuch. Komisch, der Wagen liegt da jetzt auch rum. Okay, Auftrag erledigt. Identifiziere auf dem Markt der Altstadt den Asadi-Kollaborateur. Was für ein Wort. Tja, wo haben wir denn den Marktplatz? Mal kurz auf der Karte gucken. Da vorne ist ja einer, da ist auch wieder der Laufbursche. So, Marktplatz, wo bist du? Ben City Green, Journeyman's Inn, Petrified Tree, Ayurveda Avenue, Southgate, Magic Ghetto, Shady, what? Queasy, Magic Market. Kann ja nur der Magic Market sein, oder? Okay, aus einfach geradeaus und dann links gleich. Geradeaus und links. So, hier und dann gleich nach links, denke ich mal. Genau, hier lang. Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in diese billige Taverne am Hafen, glaube ich. Wie heißt sie noch? Cook and Puss? Nee, Rooster and Kitten, das ist es. Komisch, dass die noch locker da rumstehen, obwohl... Die Explosion, die war bestimmt schon überall zu hören. So, Magic Market. Ach ja, der kleine Junge, genau. Komm. Exotische Öle. Seid ihr bereit? Können wir gehen? Yep. Es gibt keinen Grund, diese Mission hinauszuzögern. Los geht's. Ja, folgt mir. Der Bip. Natürlich ist es möglich. Nächstes Mal vielleicht? Ja, komm, lauf. Lauf dir schon hinterher. Wir müssen das Ghetto verlassen. Wie kommst du an den Wachen vorbei? Ich kenne einen Weg. Trefft mich auf der anderen Seite. Warte, was?
Die andere Seite. Und immer. Ja, der mogelt sich da hinten bestimmt durch. Weg ist er. Okay. Beim Gleichgewicht. Seid ihr ein Geist? Wo im Namen des Schattens seid ihr so plötzlich hergekommen? Ach, sei ruhig. So, da ist er. Seht ihr? Ganz leicht. Die Göttin schütze uns. Du spielst mit deinem Leben, Junge. Ich brauche keine Göttin, die mich beschützt. Ich bin echt gut im Klettern. Wie seid ihr aus der Feste entkommen? Was? Ich bin nicht. Woher weißt du davon? Oh, alle wissen, dass der Apostel in der Nacht seiner Hinrichtung aus der Feste entkommen ist. Darüber gibt's sogar ein Puppenspiel. Der Schatten hole mich. Und warum glaubst du, ich sei dieser Asadi? Der geheimnisvolle Aposteltyp entkommt aus der Feste. Ein paar Tage später schließt sich ein geheimnisvoller Asadi dem Widerstand an. Ich bin vielleicht erst 10 und habe lila Haut, aber ich bin kein Idiot. Eindeutig nicht. Was weißt du sonst noch über mich? Nicht viel. Hier ist es. Hier haben sie ihre Versammlung und Ansprachen und so. Bist du sicher? Ganz sicher. Manchmal lausche ich. Sie reden über die Magischen und darüber, wie wir ihre Welt verdorben und ihnen alles weggenommen haben. Es macht mich traurig, das zu hören. Ich habe nicht gewusst, dass die Magischen so schlimm sind. Kein Wunder, dass die Menschen uns hassen. Das tun wir nicht. Schau mal, Junge, Bib. Das sind keine guten Leute. Du hast nichts Falsches getan. Du kannst nichts dafür, wie du aussiehst oder für deine Hautfarbe. Wie und wo du geboren wurdest, macht dich nicht zu einer schlechten Person oder zu einer geringeren Person. Es macht dich einfach zu dir. Worauf es ankommt, ist, was du mit deinem Leben machst. Und jetzt verschwinde. Lauf weg von hier. Geh zurück. Und sei vorsichtig. Aber... Du hast es versprochen. Keine Diskussion. Na schön. Na schön. Was? Ein Trinkgeld wäre in Ordnung. In Anerkennung all meiner harten Arbeit. Du bist mir wirklich einer. Hier, jetzt lauf zurück, du kleiner Dieb. Na gut, hat er sich verdient. Okay. Wo war er doch gleich? Hier, oder? Seid gegrüßt, Bruder. Was? Wer ist da? Götter verflucht. Ihr habt mich zu Tode erschreckt, Kumpel. Wo bei den sieben Höllen seid ihr denn hergekommen? Aus den Schatten. Tretet beiseite, ich bin spät dran für die Versammlung. Ja, natürlich. Blut und Land, Bruder. Wir halten das lieber einfach. Die offensichtliche Antwort auf Blut und Land lautet... Wichtig ist nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Ich muss energisch wirken. Und zeigen, dass ich zu dieser Versammlung gehöre. Ich werde nicht weiterraten. Früher oder später würde selbst dieser hirnlose Trottel durch meinen Schleier blicken und die Wachen rufen. Naja, wir versuchen es mal energisch. Wichtig ist nicht. Tretet beiseite und lasst mich durch. Ich brauche noch die Losung. Kommt schon, Bruder. Ihr kennt mich doch. Nein, kann ich nicht behaupten. Und wenn ihr nicht Teil der Familie seid, dann seid ihr hier nicht willkommen. Ihr Leute solltet euch was schämen! Wie könnt ihr es wagen, mir diesen Dreck an die Tür zu heften? Dass ich ein Mensch bin, heißt noch lange nicht, dass eure speziesistische Propaganda mich interessiert. Ich habe den größten Teil meines Lebens neben Dolmari gewohnt. Und die haben mir und den meinen nie was getan. Hier, das halte ich von eurer sogenannten humanistischen Versammlung. Und euer Onor Hilaris kann sich mal ins Knie ficken. Der ist ein Verräter. Das seid ihr alle. Wenn die Asadi endlich zusammenpacken und abhauen, wissen wir noch, was ihr getan habt. Da könnt ihr sicher sein. Ups, die war ja auf 180. Kann man mit der reden? Na, leider nicht. Einladung. Vielleicht finden wir ja da die Losung raus. Dann gehen wir mal kurz ein bisschen weg. Und kombinieren den Kram mal. Scheiße, da fehlt ein Stück. Ehre und... was? Da fehlt ein Wort. Scheiße. Liegt da zufällig noch ein Stück? Vielleicht müssen wir uns das andere Wort noch zusammenreiben hier.
Finde einen Weg in die Versammlung der Nationalen Front. Okay, das bringt uns nicht viel weiter. Die tolle Information. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Wir halten das lieber einfach. Die offensichtliche Antwort auf Blut und Land lautet... Versuchen wir das mal. Blut und Land. Nee, falsch. Ja, in Ordnung. Moment mal, das ist mein Part. Wie lautet die Losung? Blut und... Ehre. Ihr gehört hier nicht her. Ach, scheiße. Das ist eine private Versammlung. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Die Parole auf den Zetteln beginnt mit Ehre. Was kommt danach? Was ist diesen Leuten wichtig? Ehre und Glaube. Ehre und Glaube? Das ist nicht richtig. Ihr seid keiner von uns. Wart ihr überhaupt schon mal bei einer Versammlung? Los, Kumpel, verschwindet von hier, bevor ich meine Geduld mit euch verliere. So einfach wirst du mich nicht los. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Blut und Land? Die Parole auf den Ehre und Glaube. Ehre und Glaube? Das ist nicht richtig. Ihr seid keiner von uns. Wart ihr überhaupt schon mal bei einer Versammlung? Los, Kumpel, verschwindet von hier, bevor ich meine Geduld mit euch verliere. Okay, an dem kommen wir so leicht nicht vorbei. Aber wie finden wir denn das letzte Wort jetzt raus? Okay, das hilft uns nicht weiter. Tja, wo ist die wütende Frau? Ist das die da hinten? Es ist ekelhaft, was da vor sich geht. Die Magischen zu verunglimpfen, als wären die das Problem. Die Magischen haben immer hier gelebt. Die Asadi sind es, die das Gleichgewicht der Dinge gestört haben. Ihr solltet euch hüten, schlecht über die Asadi zu reden. Die Wände haben Ohren. Oh, was wollen sie denn machen, hä? Mich in eines ihrer Umerziehungslager verschiffen? Das können sie ja gern mal versuchen. Sie könnten euch in die Mönchsfeste werfen. Das würden sie nicht wagen. Diese Bande respektiert Frauen. Zumindest das spricht für sie. Ganz anders als diese Verräter von der Nationalen Front da drin. Merkt euch meine Worte. Sobald die Asadi weg sind, jagt der Widerstand jeden einzelnen von denen und knüpft sie alle auf der Stadtmauer auf. Schade, die hat nicht das Wort gesagt, was ich wollte. Entschuldigung. Beim Gleichgewicht. Wo seid ihr denn hergekommen, ne? Ich hab euch nicht gesehen. Was wollt ihr? Ich will keinen Ärger. Dieses Stück Papier, das ihr zerrissen habt. Habt ihr die andere Hälfte noch? Welches Stück? Das Flugblatt der Nationalen Front? Wieso? Wer seid ihr? Jemand, der auf eurer Seite steht. Ich weiß nicht. Für mich klingt ihr wie ein Asadi. Was wollt ihr mit dem Flugblatt? Lange Geschichte. Ich muss einen Verräter finden. Jemanden, der die Sache der Rebellen verraten hat. Oh, ach so. Naja, wenn wir es dadurch dem Abschaum von der Nationalen Front heimzahlen können, dann gern. Nehmt es. Und das Gleichgewicht segne euch dafür, dass ihr den Dreckskerlen entgegentretet. Sehr gut, mit der kann man arbeiten. Okay, dann machen wir das mal zusammen. Und gucken mal. Ehre und Menschsein. Das ist der Wahlspruch der Nationalen Front. Das muss die Losung sein, die mir Zutritt zur Versammlung verschafft. Ehre und Menschsein. Was für ein toller Spruch. Egal, wir kommen auf jeden Fall jetzt da rein. Tretet beiseite, Bruder. Bei den Göttern, habt euch an mich rangeschlichen. Ja, Blut ja, und Land. Bla bla. Die Paar Blut, Land, Ehre und Menschsein. Das ist es, woran diesen Leuten angeblich liegt. Sie klammern sich an ihre Parolen wie ein Ertrinkender an Treibholz. Ehre und Menschsein. Glaube und Familie, Bruder. Geht durch, Kumpel. Das Treffen hat bereits begonnen. Falls ihr noch keine Rede von Herrn Hilleris erlebt habt, steht euch ganz schön was bevor. Der Mann ist ein Beispiel für uns alle. Das heißt, das kann wohl länger dauern. Na, hören wir uns den Quatsch mal an, was die da zu sagen haben. IA, IA.
Brüder, Schwestern, Verwandte, ihr tapferen, bescheidenen Menschen, willkommen zu dieser Versammlung der Nationalen Front für Glaube und Familie. Ja, ja, danke, dass ihr heute hier seid. Danke, danke, dass ihr eure Zeit opfert. Danke, dass ihr euch an diesen düsteren Platz wagt auf eurer unermüdlichen Suche nach der Wahrheit. Ja, oh ja, trotz der selbstlosen Arbeit unserer Wohltäter lauert der Feind da draußen in den Schatten. Seht euch um. Seht ihn. Oh, das war's schon. Fürchtet ihn, den Feind, denn er ist nah. Er ist überall. Okay, unter den Zuhörern soll der Verräter sein. Riecht ihr ihn nicht? Ja, toll, die sind alle vermummt. Dieses fremde Aroma, Magie, Unrat. Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das einstehen zu sehen, was gut und gerecht ist. Glorreich, Verwandte. Glorreich seid ihr im Lichte der Götter. An dieser Person gibt es nichts Ungewöhnliches. Ja. Neulich habe ich mit unseren Wohltätern gesprochen. Die Kapuzen sollen wahrscheinlich ihre Identität verbergen. Ja. Das verheißt nie etwas Gutes für eine Bewegung, wenn ihre Mitglieder Angst davor ihnen, haben, gesehen zu werden. Hört auf jene tapferen Leute, eure Verwandten, sagte ich. Bin zu weit weg, um Menschen einen richtigen Eindruck dieser Person zu bekommen. In den ich bin zu weit weg, um einen richtigen Eindruck dieser Verderben. Person zu bekommen. Einfache, unkomplizierte Männer und Frauen. In die Irre fast als geführt würde sie sich leicht zur Seite dämonischen neigen. Magischen, dem Nekromanten. Ihre Körperhaltung ich sagte ist ihnen, merkwürdig. Wir müssen ihm entgegentreten. Fast als würde sie ich. Sich leicht zur Seite jetzt. Neigen. Sofort. Wir müssen uns versammeln. Hinter unseren Wohltätern, hinter ihre den Hunden. Körperhaltung ist merkwürdig. Und ich sagte ihnen, fast als würde was sie ihr sich braucht, leicht zur Seite neigen. Was sie brauchen, was wir brauchen. Ist jemand, der aufsteht nichts sticht sonderlich und für die Sache hervor. Der Menschen spricht. Mitglieder der Nationalen Markuria. Front. Jemand, natürlich der keine allesamt Angst Menschen. Hat vor dem Magischen ich und bin zu weit weg, um Sprachen. Einen richtigen Eindruck dieser Person zu bekommen. Ja, ihr sie kennt summt mich. Etwas vor sich hin. Ihr kennt mich. Ich erkenne ihr die wisst, Melodie. Ich erstrebe weder Ruhm noch Reichtum. Nur die Wahrheit. Sie summt das Licht. Etwas vor sich hin. Ich will Gerechtigkeit ich für tapfere, bescheidene Menschen wie ein euch. Ein schönes Wegenlied. Ja. Seine Atmung ist unregelmäßig ich und stehe flach. Hier als euer Diener vor euch. Ich stehe hier als euer bescheidener Diener vor euch. Sein Bart ist mit etwas euch. Gesprenkelt, das wie bald Mehl wird aussieht. Die Stadt einen neuen vielleicht Rat ein wählen. Bäcker? Einen neuen Anführer. Er muss Unterkleidung jemanden, aus Leder Verantwortung tragen. Verantwortung für die Gesetzeslosigkeit in diesen düsteren Geräusche. Gassen übernehmen wird. Wie nah ich immer an den Rand unsere Wohltäter stehe. Leisten nichts. Großes. Bei der Göttin. Mutige, wichtige, dieser rühmliche Mann hat Arbeit leisten sie. Starken aber Eigengeruch. Sie können nicht überall er kann seit sein. Monaten nicht sie die können Kleidung euch nicht alle vor euren finsteren haben. Nachbarn schützen. Lecker. Und wo die Asadi sie es nicht schaffen, ganz leicht wo ihr Licht nicht hinreicht. Dort kann vielleicht die Stadtwache arbeitet sie helfen. In einer Metzgerei. Nehmt etwa diese Papierdrachen, die gerade über uns fliegen. Vielleicht ist der Arzt. Ja. Er hat diese die seltsame und nervige Angewohnheit, ständig eine mit der Beleidigung Zunge zu aller anständigen, bescheidenen, hart arbeitenden Menschen. Symbole der Magischen. An dieser Person Symbole gibt der, er riecht nach Tabak. Der Dreikin. Eine Asadir-Variante, wenn meine Nase mich nicht Pfui. Täuscht. Blasphemischer Verrat immer. An der gesamten Menschheit. Pfui! Unsere Wohltäter, die ihre Asadi. Hände sind sie rauch. Können nicht überall eingreifen. Kleiner Schnitt. Jedes treulose Kind einsperren. Sie haben Wichtigeres zu tun. Seine rechte Hand das zeigt Anzeichen Aufgabe eines starken Rauchers. Aber seine Finger und Nägel sind Stadtwache? Gelblich und rissig. Sie hält gute, na toll, wie soll man denn jetzt herausfinden, wer der davon Verräter ist? Gerechtigkeit zu üben. Sie es scheint, als sei seine Haut seltsam blass. Zuzügler für seine leidet er an einer und Illusionen bestrafen. Erst letzte Nacht ihre Kleidung wurde ein junger Verwandter von uns in Ketten sie gelegt, eine weil er einen magischen sein. Redlich züchtigte. Einen, der die Schwester unseres Verwandten verzaubert sein hatte. Sein linker Arm zuckt sie immer hatte wieder. Sich mit dem Magischen er scheint eingelassen. Irgendeine Funktionsstörung der Muskeln zu haben. Just. Widerlich. Na toll, und haben wir jetzt alle Verwandter durch? Landet im Verlies, weil er tut, was gerecht, anständig, moralisch ist. Es scheint, als sei seine Haut seltsam blass. Genau vielleicht leidet er an einer Mondsicht. Seine rechte Hand zeigt Anzeichen eines starken Menschen, die das Richtige tun. Seine Finger sie riecht versuchen, nach Rosenwasser. Die Seele eines jungen Mädchens vor diesem Dämon zu retten, um die magischen zu Zuzügler. Er riecht nein. Nach Rosenwasser. Nein, nein. Das ist recht, ihre Kleidung riecht kräftig nach Markuria Teer und Rauch. Braucht Führung. Sie muss eine Fabrikarbeiterin jemanden, der sich dem sein. Magischen entgegenstellt er muss und sagt, Unterkleidung bis aus Leder und nicht tragen. Weiter.
Sie macht unangenehmig, sein Bart ist mit etwas gesprenkelt, das wie Mehl aussieht. Seine Atmung ist unregelmäßig und flach. Sie summt etwas vor sich hin. Kein Haus bauen. Sie riecht ganz leicht nach gesalzenem Fleisch. Er hat die seltsame und nervige Angewohnheit. Er riecht nach Lavendelöl. Und vielleicht ist der Arzt. Ihre Körperhaltung ist merkwürdig. Er riecht nach Tabak. Eine Assad. Er riecht nach Rosenwasser. Was können wir tun? Das ist recht an. Ihre Hände sind rau. Lösung. Mit einer Unzeige. Seine rechte Hand zeigt Anzeichen eines starken Rauchers. Ja. Seine Finger und Nägel sind gelb. Es scheint, als sei seine Haut seltsam blass. Ihre Kleidung riecht kräftig nach Teer und Rauch. Sein linker Arm zuckt immer wieder. Er muss Unterkleidung aus Leder tragen. Sein Bart ist mit etwas gesprenkelt, das wie Mehl aussieht. Vielleicht ein Bäcker? Unter meiner Führung wird der Magier. Jetzt habe ich alle durch, oder? Mindestens einmal oder mehr. Der finstere Nekromant und Hexer aus unserer Heimat verbannt. Unsere Kinder werden wieder in Sicherheit spielen können. Die Tugend unserer Frauen wird geschützt. Und diese düsteren Gassen werden vom Lichte der Göttin erhellt.